Hallo zusammen, ich hoffe, das Mittagessen hat euch geschmeckt und ihr fallt nicht in ein Mittagsloch jetzt und ihr habt genug Energie, um jetzt ein bisschen WPF-Apps anzuschauen, wie wir diese nach .NET Core migrieren können und mit XAML Islands mit modernen Windows 10 Controls modernisieren können. Mein Name ist Thomas Huber, ich arbeite bei der Trivades. Gestern haben mich ein paar gefragt, ob ich in der Schweiz wohne. Nee, ich arbeite in der Schweiz, ich wohne in Deutschland. Ich spreche nur wie ein Schweizer. Das liegt daran, dass ich in Süddeutschland aufgewachsen bin und deswegen sage ich. Und das ist auch in dem Vortrag so. Ich kann aber im Gegensatz zu den Schweizern auch ich sagen. Hört sich aber für mich selber auch komisch an. Das heißt, ihr könnt ruhig sagen zu mir, der Schweizer oder der Deutsche, das ist mir egal, spielt auch keine Rolle. Auch wenn die Schweiz ja nicht mal in der EU ist, aber vielleicht macht sie das ja auch noch irgendwann. Wo sind die Schweizer hier? Sind ein paar hier? Ja, ein paar sind vertreten. Sehen wir, auch aus der Schweiz haben wir Gäste. Das ist doch schön. Trivades, eine kleine Firma, die 94 gegründet wurde von drei Oraclern. Mittlerweile sind wir mehr als 700 Leute und hauptsächlich in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum tätig. Aber es geht ja nicht um mich und Trivades hier, deswegen ich springe schnell weiter. Was wollen wir anschauen? Zuerst schauen wir uns an, warum .NET Core? Ich habe ja auf dem Slide 3.0 geschrieben, weil damit alles eingeführt wurde. Mittlerweile haben wir .NET Core 3.1, wo es keine Änderungen gab, aber das ist ein sogenannter Long-Term Support Version, die dann für ganze 3 Jahre unterstützt wird. Habe ich auch gedacht, okay, 3 Jahre, also nicht so viel. Aber wenn man es vergleicht mit manch anderen schnelllebigen Frameworks, die es noch so gibt, dann ist es doch noch recht lang. Ich nenne hier keins, aber vielleicht wart ihr gestern Morgen auch da, dann habt ihr vielleicht eine Idee. Okay, portieren schauen wir uns an, dann von der WPF-App nach .NET Core und am Schluss XAML Islands und WinUI noch mal ein bisschen, was gestern Morgen in der Keynote schon angerissen wurde. Warum .NET Core und was ist überhaupt neu in .NET Core? Ihr habt vielleicht schon die eine oder andere Session besucht auf der BASTA, wo ihr dazu was gehört habt. .NET Core hat eigentlich Unterstützung für Windows Desktop Applikationen. Dazu gehören Windows Forms. Wer macht Windows Forms? Ja, noch viele. Wer hat im letzten Jahr ein neues Projekt mit Windows Forms gestartet? Traut sich keiner, gell? Aber es hat sicher einer noch eins gestartet. Also ich kenne schon noch ein paar, die eins gestartet haben. Wer macht WPF von euch? Ja, ganz viele. Und wer hat im letzten Jahr ein neues Projekt gestartet? Ja, auch ein paar. Auch cool. Also nichts verkehrt. Dadurch, dass beides auf .NET Core läuft, heißt es in Zukunft, wenn im November .NET 5 rauskommt und dann nächstes Jahr .NET 6 und .NET 7, dann habt ihr immer die neuen Features verfügbar, auch mit diesen Frameworks. Das heißt, einzige Limitierung, es läuft halt nur auf dem Windows Desktop. Aber das ist auch in vielerlei Hinsicht völlig okay. Dann gibt es auch noch Blazor. Habt ihr vielleicht auch gesehen, das Web-Framework, Single-Page-Application-Framework, in .NET Core nur serverseitig unterstützt, wo es dann über Signal-A-Verbindung mit dem Browser kommuniziert, um das User-Interface zu rendern. Und da kommt jetzt noch eine WebAssembly-Version, die im Client läuft. Wenn man auf GitHub liest, sieht man, es soll irgendwie ein .NET Core 3.2 noch geben, wo dann Blazor WebAssembly drin ist. Aber das habe ich in einem GitHub-Issue gesehen, wo das geschrieben ist und das soll irgendwo im Mai rumkommen. Und im Mai ist die Microsoft Build-Konferenz, das heißt, wahrscheinlich sehen wir dort noch einfach so eine .NET Core Zwischenversion 3.2 oder so, die dann ähnlich LTS, Long-Term Supported ist, sondern mehr so experimental für uns quasi, um das neue Zeug mal anzuschauen. Dann gibt es auch in .NET Core ein paar neue APIs und Runtime-Verbesserungen und die sind insbesondere wichtig für viele Features von C-Sharp 8. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich dann sage, hey, meine WPF-Applikation, .NET Framework, warum soll ich überhaupt migrieren? C-Sharp 8 oder vielleicht C-Sharp 9 und 10 und 11, was noch alles kommen wird, wäre eigentlich schon noch cool, wenn ich das auch in meiner bestehenden Applikation nutzen könnte. Und das ist schon mal einer der Gründe, warum ich eigentlich auf .NET Core 3.0 sollte. Wir schauen uns Desktop-Apps an heute und werfen mal einen Blick zurück. Wer hat angefangen mit .NET Framework 1.0?
Ah, doch einige. Hey, wieso seht ihr alle noch so jung aus? Ihr habt euch gut gehalten. .NET Framework 1.0 gab es nur ein UI-Framework für Desktop-Applikationen, nämlich Windows Forms. Und das hat eigentlich aufgebaut auf GDI oder GDI Plus und es steht für Graphical Device Interface. Eine Schnittstelle von Windows, die benutzt wurde, um Befehle quasi auf dem Bildschirm zu rendern. Aber zum das zu rendern oder berechnen, das Rendering zu berechnen, wurde der Prozessor benutzt, was natürlich komplexe 3D-Dinge und so weiter mit Windows Forms nicht möglich machen. Aber üblicherweise bauen die meisten Entwickler auch Data Grids, irgendwelche Chart Controls und ein paar Textboxen und Comboboxen und Date Picker, wo die Benutzer irgendwelche Daten reingeben können. Mit .NET 3.0 oder .NET Framework 3.0 muss ich ja sagen, sonst wird es ein bisschen verwirrend schon. Da kam dann die WPF und noch ein paar andere Sachen, die WCF noch, Windows Communication Foundation und die Windows Workflow Foundation, kennt ihr vielleicht auch noch, die WWF, die mussten sie dann umbenennen, nicht wegen der World Wrestling Federation, sondern wegen der Umweltorganisation mit dem Panda-Bär, die kennt ihr vielleicht auch, und die hieß dann nachher nur noch WF statt WWF, aber war die Windows Workflow Foundation. WPF hat jetzt den neuen Ansatz mit MILCore, was für Media Integration Layer Core steht, auf DirectX zuzugreifen und darüber quasi direkt den Prozessor von der Grafikkarte zu nutzen, um was zu zeichnen. Wer die Anfänge verfolgt hat, der weiß, das war 2006 und damals hat man dann überall die Beispiele gesehen mit rotierenden 3D-Würfeln, wo irgendeine Textbox drauf war und dann haben alle gesagt, wow, schaut, was wir machen können. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ist genau das, was mein Kunde braucht, irgendwie so ein rotierender 3D-Würfel, wo die Login-Textbox auf einer Seite ist. Und ja, also viel Spielerei, aber es zeigt, dass eigentlich WPF auf die Grafikkarte einfach zugreifen kann und dann Berechnungen dort ausführen kann. Dann kam mit Windows 8 die WinRT raus, die Schnittstelle, Windows Runtime. Und gleichzeitig hat Microsoft noch ein Betriebssystem rausgebracht, was Windows WinRT hieß. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran. Das lief auf dem ersten Surface Tablet Device. Und das hat auch ein bisschen zur Verwirrung geführt. WinRT ist aber eine Schnittstelle, die es heute noch gibt. Und darauf aufbauen könnt ihr Universal Windows Plattform Applikationen bauen. Und die sind quasi Windows-spezifisch. Das heißt, die nutzen Windows Features und das ganze Framework ist noch in Windows drin. Kommt aber mit WinUI dann aus Windows raus. Jetzt ist es so, heute .NET Core 3.0 und .NET Framework 4.8. Ihr seht, ich habe da nur quasi .NET Framework 3.0 zu .NET Core 3.0 und .NET Framework 4.8 abgeändert, haben wir eigentlich genau das gleiche Bild noch, Stand jetzt. Und es ist auch so, dass ich für beide Plattformen, UWP, WPF, Windows Forms, kann ich Klassenbibliotheken mit .NET Standard entwickeln. Das heißt, wenn ihr Bibliotheken habt für Datenzugriff, für andere Sachen, könnt ihr theoretisch die schon mit .NET Standard bauen und dann könnt ihr irgendwann später entscheiden, ob eure Applikation oben UWP, .NET Core, .NET Framework sein wird. Jetzt, wenn ich das Bild anschaue, dann fällt mir eigentlich so auf, dass WPF, Windows Forms, dass die alle eigentlich Windows-spezifische Sachen verwenden. Windows Forms hat dieses GDI darunter, WPF hat MILCore mit DirectX, alles eigentlich Windows-spezifische Sachen. Vielleicht noch DirectX, wer Games spielt, der kennt es schon. Wenn man ein Game installiert, dann heißt es immer DirectX Version 11 oder 12 wird benötigt. Und das ist eigentlich so eine Hardware-Library, die den Zugriff auf den Prozessor von der Grafikkarte erlaubt. Und die ist auch Windows-spezifisch. Unter anderen Plattformen, unter Linux und unter macOS gibt es wieder andere Dinge wie OpenGL oder so, wo den Zugriff erlauben. Jetzt, die zwei sind Windows-spezifisch, .NET Core Cross-Plattform. Heißt es jetzt, WPF kann ich auf meinem Mac ausführen? Ich gucke ja meinen Computer an, aber habe gar keinen Mac. Oder auf meinem Linux-Rechner. Wer benutzt einen Linux-Rechner von euch? Keiner? Einer? Ein Mac? Wer hat einen Mac? Ja, doch schon ein paar. Ihr nutzt dann wahrscheinlich eine virtuelle Maschine, zum bisschen Visual Studio zu benutzen. WPF geht dann eigentlich nur so. Wichtig, WPF und WinForms sind Windows-spezifisch. Das heißt, selbst mit .NET Core kann ich diese Applikation nicht auf Linux oder auf macOS ausführen.
Und das muss man einfach wissen aufgrund von diesen Abhängigkeiten, die da drunter sitzen. Wenn man .NET Core 3 anschaut, gibt es den Cross-Plattform-Teil, da ist fürs Web ASP.NET Core drin, mit Blazor und den serverseitigen Sachen wie Web-API, Razor-Pages, MVC. Dann haben wir Datenzugriff, da ist Entity Framework Core drin und auch Entity Framework 6. Das heißt, ihr könnt Entity Framework 6 in .NET Core benutzen, aus dem Grund, dass ihr eure bestehenden Applikationen einfach migrieren könnt. Wenn ihr was Neues startet, dann ist es eigentlich nicht empfohlen, dass ihr noch Entity Framework 6, sondern stattdessen einfach Entity Framework Core benutzt. Dann gibt es noch für AI Machine Learning.NET, was man auch mit .NET Core verwenden kann. Und dann gibt es eben diesen Windows-Only-Teil, WPF, Windows Forms. .NET Framework 4.8 gibt es auch noch. Und da sagt Microsoft, wir unterstützen das, solange es Windows geben wird und wir verbessern es mit hochkompatiblen Updates. Das heißt, wahrscheinlich wird es einfach Sicherheitsupdates geben, damit das Ding weiterläuft. Also wer noch so, keine Ahnung, VBA-Applikationen im Einsatz hat, gibt es ja zum Teil, wo 20 Jahre alt sind und die laufen auch unter Windows 10 noch. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass unsere .NET Framework-Applikationen wirklich so lange laufen werden, wie lange es Windows geben wird. Also in dieser Unterstützung für Technologien, die irgendwo final sind, wie .NET Framework 4.8, ist Microsoft ziemlich gut und ich glaube, das wird auch passieren, dass wenn wir eine .NET Framework-Applikation haben, dass die auch noch in 10 Jahren oder in 15 Jahren läuft, wenn es dort noch Windows gibt. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, okay, ich habe eine WPF-Applikation auf .NET Framework und bei .NET Core sehe ich, da läuft es auch nur unter Windows. Warum sollte ich überhaupt das ganze Ding migrieren? Das heißt, warum spielt .NET Core eine Rolle? Und da gibt es verschiedenste Punkte. Ein Punkt ist das Deployment. Ich kann mit .NET Core ein Side-by-Side-Deployment machen. Das heißt, ich kann das Framework von .NET Core, also die Version von .NET Core, kann ich mit meiner Applikation bündeln und habe dann in dem Ordner drin, wo meine Executable ist, auch das ganze .NET Core mit drin, mit dem die Applikation gebaut worden ist. Heißt im Umkehrschluss, der Zielrechner, der braucht gar keine .NET Core-Version installiert haben, wie wir es bisher vom .NET Framework kennen. Das heißt, ich kann so eine Self-Contained-Applikation machen, wo alles drin ist und kann die dann Side-by-Side, kann ich sagen, in dem Ordner läuft meine WPF-Applikation mit .NET Core 3.1, in dem Ordner läuft eine Windows Forms-Applikation mit .NET Core 5 und das wird sich nicht beeinflussen, sondern weil da alles drin ist, was gebraucht wird, wird es einfach funktionieren. Was man auch machen kann, ist so eine Single Executable, wo man alles, quasi .NET Core und die WPF-Applikation in einer einzigen Exe-Datei quasi zusammenbündelt. Und im Hintergrund ist das wie ein ZIP-Format, das heißt, wenn der Benutzer die Exe-Datei doppelklickt, dann entpackt die sich im Hintergrund in Directory und die Applikation wird gestartet und alle Abhängigkeiten sind damit drin. Also eine interessante Geschichte, wo ich dann weiß, hey, wenn was Neues rauskommt, muss ich nicht zum Systemadministrator gehen und sagen, hey, schau mal, dass unsere 1000 PCs hier jetzt die neue .NET Framework-Version bekommen, sondern ich kann einfach direkt die letzte Version verwenden und mit meiner Applikation ausliefern. Dann, das habe ich schon erwähnt, Runtime- und API-Verbesserungen, die werden gebraucht für C-Sharp 8. Das heißt, wenn ihr C-Sharp 8 verwenden wollt, dann müsst ihr auf .NET Core migrieren. Performance ist auch noch ein Punkt. .NET Core ist ein serverseitiges Framework oder als serverseitiges entstanden. Das heißt, die Entwickler, die hatten schon im Sinn, dass sie ziemlich viele Dinge verarbeiten müssen. Und wenn ihr an .NET Framework denkt, da hatten wir Windows Forms gleich am Anfang und ein bisschen ASP.NET, aber es wurde nicht eigentlich primär für Server Processing geschrieben. Und Server Processing heißt eigentlich, ich muss ziemlich schnell sein, wenn es um File-Zugriff geht, um Datenbankzugriff und das haben sie alles in .NET Core optimiert. Aber bezüglich Rendering werde ich nichts spüren. Also eine WPF-Applikation rendert nicht schneller mit .NET Core und eine Windows Forms-Applikation auch nicht. Das heißt, wenn man File-Zugriff, wenn man zum Beispiel einen File-Explorer bauen würde, dann wäre er schneller mit .NET Core als mit .NET Framework. Aber ansonsten in normalen Enterprise-Applikationen habe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied gespürt.
Zu guter Letzt gibt es noch einen Vorteil, die .NET CLI. Mit .NET Core habt ihr ein schönes Command-Line-Interface und da könnt ihr natürlich alles Mögliche skripten, um eure Applikation zu bauen, um sie zu deployen, um Tests laufen zu lassen. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Continuous Integration Server nutzt, Azure DevOps, Team City oder was auch immer, dann könnt ihr eigentlich mit der .NET CLI schön alles skripten und schön alles darüber abfackeln, damit die Tests ausgeführt werden, das entsprechend gebaut wird und so weiter. Okay, also es gibt viele Vorteile und aufgrund derer Vorteile sollte man vielleicht auf .NET Core 3 oder später migrieren. Aber umgekehrt auch gesagt, ihr müsst nicht migrieren. Das heißt, mein Ding ist eigentlich, ich sage meistens, ich schaue, mache ich viel an der Applikation oder läuft die Applikation eigentlich nur und allerhöchstens, wenn ein Bug auftritt, dann fasse ich das Ding mal an. Dann würde ich es, glaube ich, nicht migrieren, ehrlich gesagt, weil dann denke ich, okay, ich programmiere da eh nichts dran und ob das da jetzt mit C-Sharp 5 und .NET Framework 4.8 oder 4.5 läuft, solange es läuft, ist okay. Aber wenn ich viele neue Features einbaue und wenn ich weiß, es gibt neue Requirements und so weiter und ich weiß dann, hey, es wäre cool, wenn ich einfach die neuesten Sachen auch von C-Sharp mit benutzen könnte für das, was ich neu entwickle, dann würde ich es, glaube ich, migrieren. Okay, damit portieren wir einfach. Jetzt haben wir lange genug geredet, warum, wieso, weshalb und wie es aussieht. Und ich habe hier so eine Mini-Applikation mitgebracht, den Friend Viewer. Das ist eine Solution, die hat zwei Projekte, ein UI-Projekt und ein Data Access-Projekt. Und ich starte es einfach mal. Ich habe meine ganzen User-Interface- und Designer-Skills genutzt, um die Applikation zu bauen. Die hat hier oben einen Load-Button und wenn ich da draufklicke, lädt sie vom SQL-Server, den ich lokal laufen habe, einfach mal hier 5 Leute in diese Tabelle rein. Ja, vielleicht den Terence Hill kennt vielleicht den einen oder anderen aus der Liste. Jetzt, wie ist das Projekt gebaut? Die UI-Applikation, eine WPF-Applikation, ihr seht, ich habe ein Main-Window, da drin ist dieses Data-Grid definiert und der Button und ich habe noch eine Code-Behind-Datei und da ist nichts anderes drin als der Event-Händler für den Button, der einen Data-Kontext erstellt und dann auf dem Data-Grid die Items-Source setzt auf diese Friends-Property, die da drin steht. Und dann habe ich im Data-Access-Projekt habe ich die Friend-Entity. Da seht ihr, Friend hat ID, First Name, Last Name, City, Latitude und Longitude. Und dann habe ich noch den Data-Kontext. Und das ist einfach ein DB-Kontext, der dieses eine DB-Set hat, Friends, für die eine Tabelle, die ich in der Datenbank habe. In der WPF-Applikation habe ich auch ein App-Config-File. Und da steht ein Connection-String drin für diese Datenbank. Und ihr seht, Data-Source ist mein lokaler SQL-Server, den ich hier im Server Explorer habe. Das heißt, ich müsste da drauf kommen auf die Datenbank. Da ist diese Friend-Tabelle. Und wenn ich da Show Table Data mache, dann sehen wir da diese 5 Einträge. Ja, der Mirko ist nicht ganz drauf. Jetzt sehen wir die 5 Einträge, die da drin stehen. Also nicht wirklich komplex, aber die Applikation hat schon viel, was so eine klassische Applikation meistens hat. Ein bisschen Datenzugriff, ein bisschen UI, ein bisschen eine Class-Library dazu. Und ich habe gemerkt, sie deckt so ziemlich viel ab, was in komplexeren Applikationen auch auf mich zukommt. Und damit migrieren wir das Ding einfach mal. Sieht ja jetzt so aus, ich habe diese .NET Framework-Applikation, beide .NET Framework, das habe ich gar nicht gezeigt. Ich klicke mal drauf auf die Properties. Seht ihr, .NET Framework 4.7.2 und glaube Data Access habe ich auch .NET Framework 4.7.2. Also bin ich nicht mal auf .NET Framework 4.8 gegangen. Jetzt wäre die Idee, Data Access Library zunächst mal nach .NET Standard migrieren, weil .NET Standard kann ich sowohl auf .NET Framework und auf .NET Core nutzen. Und das versuche ich einfach mal. Wenn ich hier die Auswahl hochbringe, dann sehe ich hier außer .NET Framework nichts anderes, kein .NET Core und kein .NET Standard. Der Grund liegt daran, dass ich das Projektfile ändern muss, das CS Project File. Wenn ich das mal im Ordner aufmache, dann seht ihr hier ja, da hat's dieses Data Access CS Project File, was ein C-Sharp-Projekt darstellt. Das kann ich in Visual Studio auf zwei
Arten machen. Ich kann hier dieses Projekt quasi mit Unload Project entladen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich rechtsklicken und kann diese CS-Project-Datei editieren. Eine Alternative zum Entladen ist, ich gehe hier oben drauf und springe einfach in die Ordneransicht. Und wenn ich das mache, dann bin ich hier in so einer Ordneransicht und da sehe ich diese CS-Project-Dateien direkt quasi drin, weil es jetzt einfach eine einfache File-Ansicht ist. Springe aber wieder zurück auf unsere Solution View und mache es darüber. Ich editiere das. Und jetzt seht ihr hier dieses Projekt-File, wie es bisher ist, wo alles drinsteht. Entity Framework steht da drin, Entity Framework SQL Server und so weiter. Und ich gehe jetzt einfach mal hin und markiere hier alles, schmeiße es raus und erstelle ein neues Project-File. Und zwar ein sogenanntes SDK-Style-Project. So heißt das neue Format. Und da schreibe ich rein Microsoft.NET SDK und erstelle eine Property Group und da kann ich sagen Target Framework und ich schreibe einfach mal rein .NET Standard 2.0. So, jetzt gehe ich zurück in Solution Explorer und ich sage ja Reload Project. Jetzt ist das Ganze wieder da. Und wenn ich jetzt mal die Properties anschaue, dann sehen wir, jetzt steht hier auch .NET Standard drin. Das wird jetzt einfach direkt quasi aus dem CS-Project-File ausgewählt. Was jetzt auch möglich ist, jetzt kann ich so ein neues Projekt-File, kann ich auch rechtsklicken und ich kann es direkt editieren. Hier über Edit Project-File. Oder ich kann es auch direkt doppelklicken und dann geht das Ding direkt auf, ohne dass ich dieses Projekt entladen muss. Und die heißen SDK-Style-Project-File, weil sie hier dieses SDK-Attribut haben. Das heißt, ihr könnt eigentlich immer schauen, ist auf dem Projektelement dieses SDK-Attribut, dann habt ihr diese neue Variante. Jetzt versuche ich das Ding zu bauen und ich habe natürlich jetzt kein Entity Framework mehr. Oder? Ja, ich kriege noch ein paar andere Fehler. Type or namespace DB context could not be found. Are you missing a reference? Ja. Das heißt, ich gehe mal hier auf Dependencies und sage Manage NuGet Packages. Und suche hier einfach mal für Entity Framework. Entity Framework. Schreib's zusammen. So. Und installiere hier 6.4. Wenn ich jetzt runtergehe, dann sehe ich, das wird für .NET Framework unterstützt und für .NET Standard 2.1. Jetzt ist das Problem, .NET Framework selber unterstützt .NET Standard 2.0. Das ist der gemeinsame Nenner für .NET Core und .NET Framework. 2.1 wird nicht unterstützt. Und wir haben jetzt eine 2.0 Library. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ich akzeptiere das, ja, die Lizenz, das Ding wird installiert. Und jetzt baue ich einfach nochmal. Jetzt habe ich noch 7 Errors. Schauen wir mal, Dependencies, Packages, Entity Framework 6.4. Habe ich immer noch das Problem. Das heißt, jetzt passe ich zuerst mal das auf .NET Standard 2.1 an. Mache ich das mal. So, jetzt habe ich andere Fehler. Duplicate System Reflection Assembly Company Attribute und so weiter. Da kommen solche Duplicates, wo ich nicht weiß, was ist jetzt da los mit den Assembly-Attributen. Was passiert? Microsoft generiert mit diesem neuen Projektformat ziemlich viel im Hintergrund, damit wir das nicht hier explizit schreiben müssen. Und wenn ihr reingeht in den Solution Explorer und ihr klickt oben auf Show All Files und ihr geht in den Object Debug Ordner, .NET Standard 2.1 sind wir jetzt, dann seht ihr, hier gibt es eine Friend Viewer Data Access Assembly Info CS Datei, die im Hintergrund generiert wird und in unser Projekt kompiliert wird. Und da drin sind jetzt diese generierten Assembly Company Attribute, Assembly Configuration Attribute, die ganzen Attribute. Die habe ich jetzt aber schon in meinem Projekt hier unterm Properties Folder, da gibt es schon einen Assembly Info File, wo schon diese Attribute drin sind. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder stelle die Generierung von diesem File ab
Oder ich lösche die Duplicate-Attribute aus diesem File einfach raus. Und ich mache es noch einfacher, ich lösche einfach unser Assembly-Info-CS-File, dann haben wir den Fehler behoben. Und den Properties-Ordner kann ich hier aus dem Project-File auch rausschmeißen. Ich build nochmal, mache ein Rebuild. Rebuild fehlt, aber schauen wir mal Data Access. Data Access Project succeeded, aber der Rebuild ist fehlgeschlagen. Schauen wir mal das UI-Projekt. Das UI-Projekt, das hat jetzt einen Fehler. Und das sagt mir jetzt, .NET Standard 2.1 kann ich nicht von .NET Framework 4.7.2 quasi referenzieren. Und da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich ein sogenanntes Multitargeting machen muss. Das heißt, ich muss mein Data Access Projekt, kann ich sagen, .NET Standard 2.1, das funktioniert mit .NET Core. Oder ich könnte auch direkt hier schreiben, .NET Core App 3.1, um eine .NET Core Library zu bauen. Und ich gebe hier auch noch .NET 4.7.2, das .NET Framework an. Die einzige Änderung, die ich noch machen muss, ich muss hier bei Target Framework noch ein S dazufügen, weil ich jetzt mehrere definiere. Und jetzt werden zwei DLLs quasi aus diesem Projekt gebaut. Ja, Visual Studio kommt zurück. Ich baue nochmal. Und jetzt seht ihr unter Dependencies, jetzt steht hier plötzlich .NET Core App 3.1 und .NET Framework 4.7.2. Statt .NET Core App könnt ihr auch .NET Standard 2.1 machen. Das wird dann mit .NET Core auch funktionieren und vielleicht noch auf anderen Plattformen, die .NET Standard 2.1 unterstützen. Vielleicht würde ich das auch machen, weil es läuft ja damit. Das heißt, ich schreibe ja mal .NET Standard 2.1 rein und jetzt seht ihr, jetzt aktualisiert sich das da und eigentlich müsste ich jetzt das Ganze bauen können. Build succeeded. Jetzt schaue ich mein UI-Projekt. Build succeeded. Ich schaue mal, ob es noch läuft. Schwupp, und die Daten werden noch geladen. Aber jetzt haben wir unser Class Library Project so weit geändert, dass wir jetzt auch eine Version für .NET Standard 2.1 haben, die wir auch mit .NET Core verwenden können. Das heißt, wir haben gemerkt, .NET Standard hat nicht funktioniert, weil 2.0 nicht funktioniert mit Entity Framework und somit haben wir jetzt eigentlich mehrere Ziele angegeben, die mit .NET Framework und .NET Core funktionieren. Und jetzt ist der nächste Schritt, diese WPF-Applikation obendran quasi nach .NET Core zu migrieren. Und da kann ich im einfachsten Fall die kopieren oder es gibt auch die Möglichkeit, bisschen komplizierter, im gleichen Ordner eine zweite CS-Project-Datei anlegen und dann den Build-Output in andere Ordner, also einen zweiten Bin-Ordner zu machen, dort reinzulenken. Aber ich habe in den Projekten, die ich migriert habe, die Erfahrung gemacht, dass eine einfache Kopie am besten ist und dann migriert man dort. Oder die meisten verwenden ja Source Control, kann ich auch einfach einen Branch erstellen und dann dort drin versuchen zu migrieren. Die Frage ist immer ein bisschen, während meiner Migration geht in der .NET Framework-Applikation noch viel vorwärts und muss ich somit nachher wieder Änderungen rüberholen. Wenn das natürlich der Fall ist, dann müsste ich was bauen, wo dann beide Projekte dieselben Source-Files verwenden. In unserem Fall hier machen wir einfach mal eine Kopie. Das heißt, ich gehe einfach in den Ordner von dieser Applikation und Friend Viewer UI kopiere ich und ich nenne es einfach Friend Viewer UI Core und ich gehe da rein und benenne auch gleich das Project-File in UI Core um. Kopiere mir den Pfad, gehe zurück in Visual Studio, rechtsklick die Solution, sag hier Add New Project, sorry, nicht Add New Project, sondern Add Existing Project, schmeiß hier den Pfad rein und wähle hier dieses kopierte Projekt aus. Jetzt mache ich genau das Gleiche wie vorher. Ich entlade dieses Ding, rechtsklick und sage Edit und schmeiße hier auch wieder alles raus. Da ich aber faul bin, kopiere ich mir das vom anderen Projekt schnell rüber und schmeiße es rein und sage jetzt in dem Fall Target Framework von unserer WPF-Applikation .NET Core 3.1. Und wenn ich nur 1 angebe, muss ich das S hier wieder wegmachen. Okay, soweit so gut. Jetzt baue ich das mal. Funktioniert natürlich alles, weil ich das entladen habe.
ich lade es neu, bild die Solution nochmal, bekomme jetzt hier genau dieselben Assembly-Attributfehler wieder. Das heißt, auch hier haben wir schon ein Assembly-Info-CS-File drin, wo die Attribute drin sind. Und im Hintergrund, wenn ich Show-All-Files mache, sehe ich hier wieder Debug.NET Core, da wird ein Assembly-Info-File generiert. Hier machen wir es jetzt mal anders. Anstatt dieses zu löschen, stellen wir mal die Generierung von dem File ab. Und das kann ich auch im CS-Project-File machen, indem ich hier schreibe Generate Assembly-Info und ich setze es auf False. Was hier noch interessant ist, ich weiß nicht wieso, aber dafür gibt es komischerweise, nicht Generate S, sorry, Assembly, dafür gibt es komischerweise kein IntelliSense in diesem CS-Project-File, während für andere Dinge IntelliSense kommt. Aber es heißt Generate Assembly Info und ich setze es auf False. Und dann müssten eigentlich von unseren Fehlern, ja, sehen wir jetzt eigentlich schon, die sind schon verschwunden, diese Duplicate Assembly Attribute Fehler, die sind verschwunden. Jetzt haben wir nur noch 9 und vorher waren es ein paar mehr. Jetzt habe ich als nächstes, der Typ Data Access fehlt. Ja, okay, ich habe die Referenz zum Data Access Projekt noch nicht gemacht. Die kopiere ich mir oder füge ich mir hinzu. Jetzt haben wir die hier auch im CS Project File. Baue ich nochmal. Dann müsste es wieder mindestens einer weniger sein, 2 sogar. Und jetzt die Fehler, die ich jetzt habe. Resource Dictionary wird nicht erkannt, Application, Window, das sind die ganzen WPF-Klassen, die nicht erkannt werden. Und als .NET-Entwickler, wenn ich mal hochgehe ins WPF-Projekt mit .NET Framework, da habe ich in den Referenzen drin Presentation Core, Presentation Framework, Window Space, das sind eigentlich die ganzen DLLs, wo die WPF drin lebt, wo die drin programmiert wurde. In .NET Core kann ich jetzt aber nicht hier rechtsklicken und sagen Add Reference, weil ich gar kein .NET Framework habe. Das heißt, diese DLLs gibt es in der Form hier gar nicht. Und die muss ich jetzt zu meinem Projekt quasi hinzufügen, indem ich hier dieses CS Project File anpasse. Und da kann ich hier oben dieses SDK erweitern auf Windows Desktop. Dann wird quasi so ein Sub-SDK verwendet, was mit dem .NET Core SDK unter Windows installiert wird. Und ich sage hier drin einfach Use WPF und setze es auf True. Und jetzt müssten eigentlich damit unter Dependencies, seht ihr jetzt, da ist Frameworks und da steht jetzt Microsoft Windows Desktop App WPF. Und da drin stecken eigentlich die ganzen DLLs. Das heißt, wenn ihr in der .NET Core Installation nachschaut, findet ihr dort im Hintergrund wieder Presentation Core, Presentation Framework und das ganze Zeug. Wenn ihr Windows Forms migrieren würdet, sieht es einfach so aus. Ja. Ihr hättet es euch denken können, also nicht viel anders. Das heißt, jetzt sehe ich hier einfach Windows Forms. Manche Applikationen verwenden auch beides. Ihr könnt auch beide Attribute reinhauen und dann habt ihr sowohl Windows Forms und WPF. Das ändert sich jetzt hier üblicherweise, vielleicht muss ich nochmal neu bauen, auf nur noch Windows Desktop ab. Schauen wir mal. Ja, genau. Es steht ja nur noch Windows Desktop App, wo beides nutzt. In unserem Fall habe ich kein Windows Forms. Jetzt habe ich noch 2 Fehler. Jetzt kommt, ja, the project file contains a property value that is not valid. Das weiß ich noch nicht, was das ist. Aber hier kommt noch ein Fehler. Library project cannot specify application definition element. Ich muss diese WPF-Applikation nicht als DLL erstellen, sondern wir wollen ja eine Exe haben. Und da kann ich ja auch den Output-Type setzen und sage einfach, ich will eine Windows-Executable. Und jetzt müsste das eigentlich schon bauen. Rebuild succeeded. Ich gehe mal noch schnell ins Main-Window rein von unserer .NET Core-Applikation und schreibe hier einfach in den Titel oben .NET Core 3.1 rein, dass wir sehen, dass das die .NET Core-Applikation ist. Ah, habe jetzt aber die .NET Framework-Applikation gestartet. Klick mal rechts auf die .NET Core und start die hier. Gesundheit.
Und ja, hier ist die .NET Core Applikation, ich drücke auf Load, .NET Framework Applikation, ich drücke auf Load, ja, die .NET Core braucht länger beim ersten Mal, das habe ich auch schon festgestellt, ich kann euch nicht sagen, wieso. Bei den nächsten Malen ist sie schneller, aber der Initialaufwand braucht länger. Aber jetzt seht ihr, jetzt haben wir eigentlich die Applikation in .NET Core 3.1 am Laufen und jetzt können wir alles verwenden, was .NET Core so bietet. Vielleicht noch wichtig, wenn ihr einfach in Visual Studio ein neues Projekt erstellt, WPF, .NET Core, dann seht ihr dieses CS-Project-File schon mit dem Attribut, Target-Framework und Use-WPF. Und per Default hat ein neues WPF-Projekt keine Assembly-Info-Datei und so weiter. Das heißt, es funktioniert schon. Aber könnt ihr das Bestehende eigentlich anschauen und dann entsprechend anpassen. Damit haben wir jetzt eigentlich die Applikation schon nach .NET Core migriert und haben jetzt eigentlich so eine Struktur, wie wir sie hier sehen und könnten jetzt sagen, okay, die Data Access Library, die verwenden wir in keinem anderen Projekt. Somit müssen wir auch nicht mehr zwei Plattformen haben und die alte .NET Framework Applikation brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, ihr könnt die alte Applikation wegschmeißen und mit Data Access eigentlich sagen, ich ziele nur noch .NET Core oder .NET Standard 2.1 ab. Und das machen wir auch noch. In unserem Fall das UI-Projekt. Ich entferne es einfach aus meiner Solution und kann jetzt im Data Access Projekt einfach sagen, Target Frameworks, ändere ich in Target Framework und ich schreibe hier rein, entweder .NET Standard 2.1 oder .NET Core App 3.1. Rebuild das. Na, schauen wir mal. Hat kurz gemeckert. Aber vielleicht, weil, genau, Rebuild All Succeeded steht unten. Und jetzt habe ich eigentlich die zwei Projekte. Ich setze hier mein .NET Core Projekt als Startup Project und dann kann ich das auch entsprechend laufen lassen. Und es sollte funktionieren. Aber der Initial Load ist langsamer. Der zweite scheint zu flutschen. Okay. Noch, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich viele Herausforderungen gesehen, das heißt so die Assembly-Attribute mit .NET Standard muss ich schauen, was ich da abzielen kann, verschiedene Target-Frameworks. Entity Framework funktioniert einfach mit .NET Standard 2.1 oder .NET Core 3.1 kann ich das einfach direkt verwenden, das heißt bestehenden Datenzugriffscode kein Problem. Wie sieht es aus mit WCF? Bei WCF, wer nutzt WCF in WPF? Ja, schon einige. Mit WCF sieht es so aus, dass die Konfiguration, die ihr im Client benutzt, in .NET Core nicht unterstützt wird. Das heißt, wenn ihr im App-Config-File mit System Service Model irgendwelche Konfigurationen von Bindings habt, dann funktionieren die in .NET Core nicht, weil die Konfiguration in .NET Core Cross-Plattform funktioniert und WCF auch Cross-Plattform implementiert ist. Das heißt, WCF könntet ihr auf Linux und auf macOS verwenden und deswegen müsst ihr, wenn ihr WCF habt, müsst ihr es einfach neu generieren und dann ist die Konfiguration eben im Code drin und ihr müsstet dann, wenn ihr weiterhin einen Config-File haben wollt, das einfach selber programmieren, dass es von einer Datei geladen wird. Ich zeige es euch kurz, es ist eigentlich kein großes Ding. Wenn ich einen WCF-Service habe, gehe ich einfach hier auf Dependencies und sag hier Add Connected Service und dann kommt hier Microsoft WCF Web Service Reference Provider und ich klicke hier drauf und gebe dann die URL wieder an zu meinem WCF Service und dann Discover und dann generiert er mir alles hier rein und dann kann ich das eigentlich weiterhin unter .NET Core auch benutzen. Hier auch noch interessant, WCF serverseitig wird nicht von .NET Core unterstützt. Das heißt, euren Server, den müsst ihr weiter mit .NET Framework betreiben, wenn ihr WCF nutzt. Es wird nur der clientseitige Teil unterstützt mit WCF. Da stellt man sich die Frage, ja, was mache ich dann? Entweder ich lasse meinen Server auf .NET Framework laufen oder ich migriere nach .NET Core und muss dann eben zu was anderem wechseln, gRPC Service oder ASP.NET Core Web API oder irgendwelche anderen Service-Alternativen, die es noch gibt. Okay. Dann
gibt es auch noch den Fall, dass ich so Windows-Only-APIs habe, zum Beispiel Zugriff auf das Event-Log, auf die Registry oder auf andere Dinge. Manche Sachen funktionieren schon in der WPF-Applikation, zum Beispiel die Registry-Klasse kann ich verwenden, das hat Microsoft schon reingebaut, aber manche andere Sachen, Event-Log zum Beispiel, habe ich nicht verfügbar und alles andere, was in Windows noch drin ist, Scripting-Host und was es noch alles so gibt. Und da gibt es ein NuGet-Package, das heißt Microsoft Windows Compatibility. Das ist ein .NET-Standard-Package, was aber nur unter Windows funktioniert. Und es enthält über 20.000 APIs für Windows-spezifische Dinge. Und das heißt, wenn ihr merkt, eure Applikation nach der Migration kompiliert nicht, weil ihr noch irgendwelches Zeug macht, was Windows euch bietet, dann könnt ihr einfach mal dieses NuGet-Package installieren und dann schauen, ob es nachher geht. Das heißt, so ist eigentlich das klassische Vorgehen. Wenn es nicht kompiliert, nach den Schritten, die ich jetzt hier gemacht habe, das NuGet-Package installieren und dann findet ihr vielleicht raus, ob das klappt. Was auch noch interessant ist, das habe ich nicht auf den Folien drauf, es gibt noch eine Extension und die heißt .NET Portability Analyzer. Und die könnt ihr euch auch mal in Visual Studio installieren. Die analysiert eure Solution oder Projekte und sagt euch dann, mit was es überhaupt kompatibel ist. Das heißt, wenn ihr diesen .NET Portability Analyzer, ihr seht, der kommt von Microsoft, er hat nur 3 von 5 Sternen, lasst euch deswegen nicht verwirren, es ist ein cooles Tool. Wenn ihr das installiert habt, könnt ihr einfach rechtsklicken und dann könnt ihr hier sagen, Analyze Assembly Portability. Und ihr könnt hier auch noch Settings definieren, ich gehe da mal rein. Ja, springt lustigerweise nicht dahin. Da gibt es .NET Portability Analyzer Settings und da könnt ihr den Output festlegen, zum Beispiel eine Excel-Datei und könnt ihr unten sagen, ich will wissen, .NET Core mit diesem Compatibility Pack 3.1, .NET Core ohne und vielleicht noch da unten .NET Standard 2.1 oder .NET Standard 2.0 noch, kann ich, oder da unten ist schon, ich sehe .NET Standard und Plattformerweiterung 2.0 ist schon angeklickt. Das heißt, da wähle ich die Plattform aus, klicke OK und nachher sage ich einfach Analyze Assembly Portability. Und dann rudert das Ding da durch. Ich habe schon ein paar Mal so einen Report ausgeführt, das ist leider hier nicht so richtig sortiert. Jetzt muss ich mal schauen, was der neueste ist. Der 16er hier unten. Dann wird also so ein Excel erstellt und da könnt ihr reinschauen. Da seht ihr jetzt die zwei Projekte aus meiner Solution, Data Access, UI Core und dann seht ihr hier die ausgewählten Target-Plattformen. Das heißt, seht ihr, .NET Standard 2.0 ist meine WPF-Applikation nicht 100% kompatibel. Und ihr könnt dann auch unter Details schauen und da findet ihr jetzt die ganzen WPF-Controls, die ich verwende. Die sind hier in .NET Core supported, .NET Standard eben nicht supported, weil .NET Standard ja für ASP.NET und für alle beliebigen anderen Plattformen drin sind. Was nicht funktioniert, sind NuGet-Packages. Das heißt, bei NuGet-Packages müsst ihr selber schauen, unterstützen die .NET Standard oder .NET Framework oder .NET Core. Das heißt, das muss man auch noch ein bisschen analysieren. Aber der eigene Code, da finde ich schon mal raus, was gehen kann und was nicht. Okay. Dann am Schluss noch interessanter Schritt, ich kann Bibliotheken mit .NET Framework und .NET Core verwenden, das haben wir in dem Beispiel auch schon gesehen, indem ich entweder .NET Standard 2.0 nutze oder indem ich statt Target Framework Target Frameworks in mein CS Project File reinschreibe und dann dort einfach mehrere angib. Okay, damit sind wir schon durch mit dem Portieren von einer WPF-Applikation. War ja eigentlich ganz einfach, oder? Also kann man runterhacken und es sind eigentlich die paar Griffe, die ich gezeigt habe. Also ich habe viel, viel größere Applikationen migriert als diese Mickey Mouse Applikation, die ich heute dabei habe. Aber es war eigentlich im Großen und Ganzen nicht viel anders als das, was ihr hier jetzt gesehen habt. Das heißt, ich habe nichts anderes gemacht, als was ich hier gemacht habe. Kommen wir zum letzten Punkt, XAML Islands und WinUI 3.0. Microsoft hat ja neben WPF und Windows Forms noch die Universal Windows Plattform. Wer baut Applikationen von euch damit? Ja, keiner. Meine Kunden auch nicht. Der Hauptgrund, warum nicht, liegt eigentlich daran,
dass es mit dem Store zusammenhängt, wie deploye ich dieses Ding und dass es noch ein paar Features gibt, die die meisten brauchen, wie zum Beispiel Input Validation, dass der Benutzer einen Fehler sieht, wenn er was eintippt und so weiter, was noch nicht unterstützt wurde. Und da ist Microsoft eigentlich dran, UWP vorwärts zu bringen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige coole Controls in UWP, die es in WPF und Windows Forms so nicht gibt. Und mit XAML Islands könnt ihr eigentlich diese Controls einfach in euren bestehenden Anwendungen einbinden. Und dazu hat Microsoft zwei NuGet-Packages. Es gibt einmal diesen XAML Host und dann das Controls-Package. Das XAML Host-Package, das erste, das enthält die API, um ein x-beliebiges UWP-Control einzubinden. Und das zweite, das enthält schon ein paar vordefinierte typische Controls, die Entwickler meistens einbinden wollen. Unter anderem das Map-Control, was eine Karte anzeigt. Und das machen wir einfach mal in meiner WPF-Applikation. Da haben die Benutzer ja noch Koordinaten. Und ihr werdet sehen, eigentlich muss ich gar nicht viel machen dazu, weil es ist so einfach wie ein NuGet-Package zu referenzieren. Fast. Also, springen wir mal rüber. Ich gehe in meine WPF-Applikation rein und sage ja Dependencies, Manage NuGet Packages und ich suche ja genau nach Microsoft Toolkit WPF UI Controls. Da kommt es schon und klicke einfach mal auf Install. Würde übrigens auch noch mit .NET Framework funktionieren, nicht nur mit .NET Core. Mit .NET Framework gibt es ein paar Limitierungen. Dort kann ich keine selbstgebauten UWP-Controls quasi hosten, die ich in C-Sharp geschrieben habe. Und mit .NET Core könnte ich auch noch das machen. Aber dieses Map-Control, was wir jetzt machen, das sollte auch in einer .NET Framework-Applikation gehen. Jetzt habe ich dieses Package da und in meinem Main-Window, da mache ich einfach noch eine weitere Spalte dazu. Ups. Ja, wer tippen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt hat es geklappt. Scroll mal runter und sage hier unten einfach, da nehme ich dieses Map-Control, was jetzt von diesem NuGet-Package kommt. Und dann bin ich ganz froh, dass hier die Glühbirne kommt. Drück da drauf und verwende jetzt einfach diesen Toolkit-Namespace, damit XAML dieses Ding kennt. Wenn ihr XAML programmiert, wisst ihr, das hat da oben jetzt einfach quasi den Namespace reingefügt. Also eigentlich ein Using-Statement für XAML ist das. Und jetzt könnte ich dieses Map-Control benutzen und das mache ich auch. Ich stecke es in die erste Zeile oder in die zweite Zeile und zweite Spalte, da es null initiiert ist. Und ich gebe dem Ding einen Namen, damit ich in der Code-Behind-Datei darauf zugreifen kann. Dann scrolle ich hoch zu meinem Data-Grid. Das hat den Namen Data-Grid. Und ich füge da einfach noch ein Event-Händler dazu für Selection Changed und springe damit in meine Code-Behind-Datei. MVVM nutzen wir nicht hier, ja, aber ihr seht, für die kleine Applikation, was sollen wir auch in Pattern einsetzen, um das noch aufzublähen, macht in dem Fall nicht wirklich Sinn. Aber könnt ihr natürlich trotzdem, wenn ihr Lust habt. Ich lasse es hier an der Stelle bleiben. Hab jetzt hier Selection Changed und wenn jetzt einer ausgewählt wird, dann will ich quasi dieses Map-Control mal so setzen, dass das die Position anzeigt. Und dazu hat dieses Map-Control eine Funktion TrySetViewAsync und die nimmt so ein Microsoft Toolkit Win32 UI Controls Interop WinRT GeoPoint entgegen. Ich schreibe hier einfach rein GeoPoint und drücke Control-Punkt, um ein Using hinzuzufügen für diesen langen Namespace. Dann der GeoPoint selber, der nimmt eine Basic GeoPosition. Okay. Und die Basic GeoPosition, die hat jetzt genau, was ich brauche, Latitude und Longitude. Das heißt, jetzt kann ich die zwei hier setzen. Aber vorher brauche ich noch das selektierte Objekt. Das heißt, ich gehe hier einfach hin, sage if sender is data grid. Brauche ich auch noch ein Using. Speichere ich das in der DataGrid-Variablen. Und dann prüfe ich noch, ja, ich könnte es eigentlich kürzer schreiben.
Nee, lass mal so, ist okay. Und dann gehe ich noch hin und sage, if data grid selected item is friend, brauche ich noch ein Using für mein Data Access Projekt, speichere das in der Friend-Variablen und jetzt kann ich die ja da unten benutzen. So, jetzt sage ich hier friend. Nicht first name, sonst wird es nicht funktionieren. Latitude, friend longitude. Okay, dann bräuchte ich noch eine Await hier und da oben mache ich noch das Async Keyword hin. Was ich jetzt auch noch mache, diese try-set-view-async-Methode, die hat als zweiten Parameter hier noch den Zoom-Level und da habe ich einfach herausgefunden, dass so, machen wir es hier oben, Zoom-Level, dass so 13 oder 14 ganz gut ist. Ich definiere es einfach als Konstante und schmeiße es hier rein. Okay, probieren wir mal aus, ob es funktioniert. Also war eigentlich gar nicht anders, wie wenn ich irgendeinen WPF-Control einbinden würde. Ja, Bild-Errors, was habe ich falsch gemacht? Ja, geschweifte Klammer natürlich. Oh je, jetzt wird es schwierig. Fehlt eine oder wo seid ihr dazu? Ich mache mal eine dazu. Okay. Ja, jetzt kompiliert hat es, aber jetzt knallt es im Konstruktor. Initialize Component, wo das XAML initialisiert wird. Und, oh, catastrophic Fehler. Da stellt es mir schon die Nackenhaare auf. Wenn ich weiter runtergehe, dann sehe ich hier, dass eigentlich diese Desktop-Windows-XAML-Source, das ist das, was von XAML Islands benutzt wird, mindestens Windows-Version 10, 18, 226 benötigt oder höher. Das heißt, ich muss als Entwickler sagen, meine Applikation wird unter Windows 10 der Version unterstützt. Und dazu kann ich zu meinem Projekt ein App-Manifest hinzufügen. Ich suche mal hier nach Manifest. Application Manifest File, das fügt so ein App Manifest hinzu. Und wenn ich das mache, ich doppelklicke mal das Projekt, dann seht ihr, dann ist im CS Project File, ist es automatisch jetzt schon eingetragen, dass unsere Applikation so ein App Manifest hat. Ihr könnt es auch in den Properties übers UI anschauen. Wenn ich rechtsklicke und sage hier Properties, dann seht ihr da unten auch Manifest, da steht das Ding drin. Und dieses Manifest, das hat jetzt da unten irgendwo Compatibility, Application und da steht so Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10. Ich kommentiere hier einfach mal Windows 10 rein, dass wir die Version unterstützen und jetzt müsste es eigentlich auch schon funktionieren. Heißt aber im Umkehrschluss natürlich, da UWP auch Windows 10 Controls sind, dass unsere Applikation nicht mehr unter Windows 10 laufen wird. Nicht mehr unter Windows kleiner 10. Beziehungsweise dann wird hier einfach nichts angezeigt. Ich lade mal die Daten, wähle den Mirko aus, den habe ich auf Frankfurt gesetzt. Das heißt, ja, Sachsenhausen, ich scroll mal ein bisschen raus, da sind wir in Frankfurt. Der Manuel Meyer, das ist ein Kollege von mir, der wohnt in der Nähe von Zürich. Der Terence Hill, der wohnt irgendwo da drüben in Stockbridge, Massachusetts. Der Miguel Ramos, der wohnt in Redmond. Und hier, ich wohne wirklich in einem Ort, der heißt Mülheim mit Doppel-L. Das ist so in der Nähe von Freiburg und der Schweiz. Okay, also hat funktioniert. Jetzt haben wir hier eigentlich ein modernes UWP-Control. Diesen roten Text hier würde man noch wegkriegen, indem man dort bei Bing quasi eine Lizenz einbindet. Aber jetzt haben wir das eigentlich schon eingebunden in unsere WPF-Applikation und es flutscht und es war eigentlich gar nicht so schwierig. Das heißt, im Hintergrund dieses App-Manifest hinzufügen, und das war's schon. Jetzt ist es so, dass UWP, das habe ich gestern, wer von euch bei der Keynote schon da war und von denen, die da waren, die schon wach waren um die frühe Zeit, der hat es schon ein bisschen gesehen. Microsoft hat angefangen, UWP-Controls aus Windows rauszunehmen, weil die in Windows im Betriebssystem sitzen und das vermarkten sie unter WinUI als NuGet Package. Und ihr könnt euch das dann vorstellen, die einzusetzen, ist wie ein NuGet-Package zu referenzieren und dann kriegt ihr die neuesten Controls. Und mit WinUI 3, was in der Alpha-Version vorliegt, da bringen sie jetzt auch eigentlich die XAML-Engine zum Rendern von der UWP-App
auch dort rein. Und dann bauen sie auch ein Template in Visual Studio, damit ihr Win32-Applikationen bauen könnt. Das heißt, wenn für euch bisher bei UWP die Abschreckung war, ja, es läuft nur über Store, ich muss für Enterprise Deployment so ein Sideloading machen und alles viel komplizierter, dann wird das mit WinUI und dieser Win32-Unterstützung weg sein. Aber es wird natürlich immer noch so sein, dass UWP und WinUI nicht unter Windows 8, Windows 8.1 laufen oder Windows 7 sogar. Und das wird auch nicht passieren, glaube ich. Okay, hier noch ein paar Repositories, wo ihr auf GitHub euch anschauen könnt, wie das läuft. Insbesondere das WinUI-Repository ist recht spannend. Dort findet ihr eigentlich, wenn ihr auf den Link klickt und einfach mal runterscrollt, dann findet ihr dort die Roadmap von WinUI und seht auch, wie das Team daran arbeitet. Und in dem Team drin sind eigentlich Entwickler von Microsoft, die bisher im WPF-Team waren und auch noch welche, die im Windows Forms-Team drin waren. Das heißt, die bauen jetzt wirklich an dem WinUI weiter und das ist, was sie vorantreiben. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, dass WPF und Windows Forms, dass wir dort nicht mehr viel neue Features sehen werden. Aber das soll im Umkehrschluss nicht heißen, dass es falsch ist, mit diesen Technologien auch neue Projekte zu starten, weil sie supporten .NET Core und wenn ich sage, hey, ich weiß, meine Benutzer, die werden die nächsten 10 Jahre auf dem Windows-Desktop arbeiten und nicht irgendwie die Applikation auf dem Handy oder irgendwie mit dem Finger auf dem Tablet bedienen müssen, dann gibt es auch gar keinen Grund, zwingend zu einer anderen Technologie zu wechseln. Und da hängt es dann mehr davon ab, was für Knowledge habt ihr bei euch in der Firma und wie könnt ihr am besten das umsetzen, mit welcher Technologie. Als Benutzer spüre ich es ja eh nicht. Als Benutzer sehe ich eigentlich nicht direkt, ob es WPF oder Windows Forms ist oder UWP. Ich kann mit allen Technologien die gleichen Arten von Apps bauen. WinUI hat natürlich noch einen Vorteil. Ihr könnt es auch auf HoloLens auf der Xbox laufen lassen. Aber meine Kunden fragen nicht so viel nach Apps auf der Xbox leider. Das ist wahrscheinlich eher ein privates Thema. Aber vielleicht mit dem Surface Duo, Windows 10X, Surface Duo ist ein Android-Device, da ist dann wieder was anderes, aber Surface Neo, das Tablet, dort wird WinUI auch wieder spannend. Okay, damit sind wir durch. Kurzes Summary, .NET Core bringt Desktop-Apps, Desktop-Apps laufen nur unter Windows und XAML Islands erlaubt Modernisierung und ich bin mir sicher, sie machen es eigentlich in der Zukunft noch besser, dass vielleicht auch das mit dem Up-Manifest-File einen besseren Fehler gibt, dass ich sofort als Entwickler weiß, hey, was muss ich machen, dass dieses Ding jetzt wirklich läuft mit den Controls. WinUI 3.0 ist die Zukunft, wo Microsoft investiert und wenn ihr Lust habt, ich habe morgen eine Session dazu, allerdings muss ich vorweg sagen, es ist erst eine Alpha-Version und sie unterstützt nur das UWP-Hosting-Modell, sie unterstützt nicht das Win32-Modell, wo es eine klassische Exe gibt. Microsoft sagt, das werden sie im Mai rausbringen als Vorschau zur Bild-Konferenz. Das heißt, dort könnt ihr dann mehr zu dem schauen. Aber falls euch das interessiert, schaut morgen früh vorbei, falls ihr um die Zeit schon wach seid und noch da seid. Ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt nach der BASTA, falls ihr was migrieren wollt und ihr kommt nicht weiter oder falls ihr mehr Input wollt. Ich bin meistens innerhalb von 24 Stunden dann mit einer Antwort zurück. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist eure E-Mail wahrscheinlich untergegangen. Das heißt, scheut euch auch nicht, einfach noch mal eine zweite zu schreiben nach 2 Tagen und sagen, hey Thomas, hast du meine E-Mail gesehen? Und dann sage ich vielleicht, ups, ich habe sie nicht gesehen oder ich bin einfach nicht dazu gekommen und ich schaue es mir an. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute und vielleicht bis morgen früh. Danke, dass ihr da wart.